Heute geht es im Podcast um ein Huhn, das die ganze Manga-Welt verzaubert hat, um ein Werk, bei dem ich mich fast gar nicht traue, etwas Negatives zu sagen, und um ein Werk, das man entweder liebt oder hasst. Jetzt habe ich mir aber ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Mund zu voll genommen und kann euch ganz genau erklären, worum es heute geht. Ich habe natürlich trotzdem auch wieder Kommentare von euch rausgenommen. Da dieses Video jetzt hier aber ganz spontan nochmal zwischen zwei Terminen, die ich habe, nochmal stattfindet, weil ich unbedingt nochmal eins aufnehmen wollte, um euch regelmäßig Nachschub zu liefern, habe ich jetzt nur ganz, ganz auf die Schnelle Kommentare rausgesucht, um zu gucken, ob die jetzt da einigermaßen gut reinpassen in diesen Podcast. Nächste Woche gibt es... nächste Woche sage ich schon. Im nächsten Podcast gibt es auf jeden Fall wieder mehr von euren Kommentaren. Ich verspreche es. Und zwar, genau, hier, Engelchen zum Beispiel hat geschrieben: Hallo Toffi, danke fürs Erwähnen. Ja, sehr, sehr gerne. Und danke fürs Schreiben auf jeden Fall. Sailor Moon und Mila Superstar waren meine ersten Anime. Ich habe es geliebt, nach der Arbeit nach Hause zu kommen. Dann RTL 2 an und den ganzen Nachmittag geschaut. Auch wenn ich nächstes Jahr 50 Jahre alt werde, liebe ich es heute noch. Es ist ja keine Frage des Alters. Mach bitte weiter so. Ich bin eher eine stiller Zuschauer. Du bringst mich oft zum Lachen. Danke dafür. Ja, vielen Dank für diesen wahnsinnig lieben Kommentar. Und du hast natürlich vollkommen recht. Es ist überhaupt keine Frage des Alters. Überhaupt nicht. Lest, macht, egal was, macht es, weil es euch Spaß macht. Ich bin mittlerweile auch mit meinen 33, fast schon 34 Jahren, bin ich mittlerweile in einem Alter, in dem YouTube tatsächlich eher so ein bisschen in die, ja, wo YouTube versucht, mich vielleicht ein bisschen rauszudrängen, weil YouTube oftmals einfach den Jüngeren irgendwie dazugehört. Und ich war lange, lange Zeit halt einfach nicht mit YouTube in einer Verbindung. Also wir standen uns nicht, ja, nicht nah, YouTube und ich. Kann man das so sagen? Nein, also ich habe halt YouTube erst entdeckt, als ich 2014 so ein bisschen Berührungspunkte damit hatte. Also war ich deutlich zu spät dran, da war ich ja schon 24. Und YouTube ist ja ein Ding, das halt heutzutage die Teenager mit aufwachsen. Und ich habe trotzdem noch Spaß dran. Und es gibt auch einige Leute, die auch noch Spaß an mir als YouTuber haben. Und solange das der Fall ist und ich Leute unterhalten kann, mache ich es auch gerne weiter. Und wenn solche Kommentare kommen, mache ich es natürlich umso schön, umso lieber weiter. Es ist umso schöner für mich und ich mache gerne weiter. Und weil es so herzerwärmend in diesem Kommentar stattgefunden hat, geht es jetzt auch herzerwärmend weiter mit einer Manga-Reihe, die tatsächlich, von der ich schon sehr viel gehört habe. Seit ich mich mit dem Thema Manga wieder beschäftigt habe, ist mir ein Buch oder ein Werk immer wieder in den Kopf gekommen, beziehungsweise ich habe es in Sammlungen gesehen, ich habe gehört, musste mal gelesen haben und. Das Werk heißt, Achtung, nicht erschrecken von dem Cover, einerseits Greenscreen und andererseits ziemlich simpel. Ja, es ist einfach nur eine Silhouette eines Huhns, das sehr, sehr simpel gezeichnet ist. Und das ganze Werk heißt Gute Nacht, Punpun. Und das Erste, was man jetzt denken würde, ist, wieso sollte ich dieses Werk nehmen? Da ist nur ein Huhn in einer Silhouette vorne drauf, das auch noch schlecht gezeichnet ist. Und es heißt Gute Nacht, Punpun. Das klingt wie ein Kinderbuch oder so. Lasst euch bitte nicht davon täuschen. Don't judge a book by its cover. Trifft hier auf jeden Fall zu. Denn dieses Werk geht tiefer, als ihr denkt. Es geht um ein Huhn, das mitten in der Pubertät steckt. Es geht also eigentlich eher um Teenager-Probleme in diesem Werk. Es ist betitelt als Special, ist ab 15. Und ich würde sagen, das hat ein bisschen was mit Slice of Life zu tun, aber es wird halt, wie gesagt, als Special kategorisiert. Und Special bedeutet immer, dass es so eine Mischung aus verschiedenen Genres ist. Und dieses Huhn, Punpun, ist, wie gesagt, mitten in der Pubertät, beschäftigt sich das erste Mal mit seinen Kumpels, mit dem Thema Sexualität. Mädchen lernt er jetzt kennen, findet er jetzt interessant, möchte er vielleicht ein kleines bisschen näher kommen. Dann hat er mit Familienproblemen zu tun. Sein Vater ist ein sehr, sehr aufbrausender Mensch, der alkoholgetrieben ist. Seine Mutter versucht irgendwie das Beste aus der Familiensituation zu machen oder sowas, aber die Zwists oder zwei... wenn man Wörter nicht weiß. Diese Kämpfereien und die Streitereien seiner Eltern kriegt er auf jeden Fall immer wieder mit. Also typische Probleme, die Teenager heutzutage sehr, sehr häufig haben. Also solltet ihr nicht unterschätzen, dass dieses Werk tatsächlich ein bisschen unter die Haut gehen könnte, wenn ihr sehr sensibel bei solchen Themen seid oder wenn es euch sogar selber betroffen hat. Ich habe dieses Werk auf jeden Fall sehr, sehr gerne gelesen, gerade weil ich ja auch viel davon gehört habe. Bisher habe ich auch nur den ersten Band gelesen, bin mir aber hundertprozentig sicher, dass ich weiterlesen werde.
Und es wird nämlich sehr, sehr spannend. Es geht auch noch um das Thema einer Sekte. Die wird hier angedeutet, dass wirklich gewisse Gruppierungen da draußen herrschen, die einen so ein bisschen anwerben wollen für, ja, komische Dinge halt, ne, so wie eine Sekte halt ist. Und das Thema Humor spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Also wenn ich dann teilweise hier sehe, dass ein Junge davon von getrieben ist, von, Moment, wie er es selber sagt, ich habe es extra rausgesucht, der Kacke-Gott hat gesagt, dass ich alles kann, was ich will. Und das klingt im ersten Moment total lustig, der Kacke-Gott, und ach, was hat das Kind für Gedanken, aber das sind tatsächlich Gedanken, die Kinder immer mal wieder haben. Imaginäre Freunde, mein Sohn zum Beispiel, hat auch angefangen, immer wieder von Familien zu erzählen, die gar nicht existieren. Also von irgendwelchen, er redet von zum Beispiel von seinen Geschwistern, er hat keine Geschwister, aber er redet von seiner Schwester oder von seinem Bruder und so. Und das ist tatsächlich real, das ist wirklich so, das gibt es. Und das finde ich extrem interessant und das wird auf eine humorvolle Art und Weise hier oftmals dargestellt, hat aber meistens so ein bisschen einen Schwenker, wo du nochmal drüber nachdenken musst, was steckt da eigentlich dahinter? Und das ist wahnsinnig interessant, sehr gut geschrieben. Die Zeichnungen sind auch extrem gut, also wenn ihr zum Beispiel jetzt mal schaut, ich gucke gerade mal, das Huhn Punpun ist tatsächlich noch sehr, sehr simpel gehalten in der Zeichnung. Und auch seine Familie, die ganze Hühnerfamilie, die ist sehr, sehr simpel. Aber das ist tatsächlich nur diese Hühnerfamilie. Alle anderen sind sehr, sehr krass gezeichnet. Also hier zum Beispiel sieht man, also die Zeichnungen sind schon sehr, sehr gut. Allerdings, wenn man dann auf Punpun geht, der ist dann so gezeichnet hier. Das Huhn, das kann man jetzt hier erkennen. Das ist halt sehr, sehr simpel gezeichnet. Und man geht halt einfach davon aus, ich glaube, habe schon mal gehört, dass jemand darüber referiert hat, warum das wahrscheinlich so ist, um das Thema, um das diepe, krasse Thema, um das es hier eigentlich geht, ums Erwachsenwerden, um Probleme in der Familie und um psychologische Probleme, die damit einhergehen, dass das vielleicht nicht zu vermenschlicht wird und versucht, so ein bisschen abzuschwächen, indem man letztlich nur ein Huhn durchmachen lässt. Und das waren sehr, sehr viele Worte für ein Werk, von dem ich wirklich überzeugt bin, dass es mich noch abholen wird. Es ist auf jeden Fall etwas, was ein bisschen tiefer geht, bisschen mehr unter die Haut, aber ich will auf jeden Fall unbedingt weiterlesen. Das erste Werk geht von mir auf jeden Fall 5 von 5, es hat mich voll unterhalten, ich fand es fantastisch und es wundert mich nicht, dass das in sehr vielen Sammlungen vorkommt. Das nächste Werk kommt von One Piece, zweiter Band. Ich mache es jetzt mal ganz kurz und schmerzlos. Warum habe ich mir diesen Band ausgesucht? Einerseits, weil ich die Serie immer noch zu Ende gucken muss. Mir fehlen, glaube ich, noch 2 Folgen und es triggert mich hart, dass ich immer noch nicht dazu gekommen bin, diese 2 Folgen zu gucken, obwohl die Serie fantastisch ist. Man kann sagen, was man will als Hardcore-Fan von One Piece. Die Anime-Serie spreche ich nicht, die habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich mir da keine Meinung zu bilden, aber die Live-Action-Serie auf Netflix, ich finde sie fantastisch gelungen und ich habe die Bände auch gelesen, also ich habe bis zum 12. Band, 12. oder 13. Band habe ich gelesen und ich finde, es ist super inszeniert, ganz, ganz toll gemacht. Ich freue mich auf die nächste Staffel, die ja jetzt schon bestätigt ist, aber ich muss ja erstmal die erste zu Ende gucken. Wieso möchte ich heute über diesen zweiten Band referieren? Und zwar, um auch mal etwas Negatives zu One Piece zu sagen, das mir vor allen Dingen im zweiten Band auch aufgefallen ist. Denn tatsächlich hat der zweite Band mich überlegen lassen, ob ich mit der Reihe aufhören soll. Oh, oh, oh. Deswegen habe ich gesagt, ich traue mich fast nicht, über das Werk zu sprechen. Es geht hier immerhin um One Piece. Das ist so das One Piece der Manga-Szene. Der Name ist Programm, ne? Wenn du etwas lesen willst im Manga-Bereich, dann lese One Piece. Das Peace-Manga, was du lesen solltest. Ja, es ist wirklich so. Für viele Leute ist das wirklich das Nonplusultra. Und was hat mich an diesem zweiten Band so aufgeregt? Es war dieser ultimative Kampf gegen Buggy der Clown. Und das war das erste Mal, dass ich mit den Kämpfen konfrontiert worden bin. Und ich muss dazu sagen, ich habe damals schon kritisiert, als ich die Dragon Ball-Serie auf RTL 2 gesehen habe. Ich habe den Manga damals nicht gelesen. Ich habe die Dragon Ball-Serie geguckt auf RTL 2 und war von der ersten Staffel, von dem ersten Teil der Dragon Ball-Geschichte, war ich absolut überzeugt. Es hat Spaß gemacht, es war toll. Und ich habe es wirklich, wirklich gerne weiterverfolgt. Als Dragon Ball Z dann kam, bin ich schnell ausgestiegen, weil mich das Interesse dann einfach verlassen hat. Das hat aber nichts mit Dragon Ball zu tun gehabt. Ich war generell einfach nicht mehr an diesen RTL 2-Manga-Animes interessiert, weil ich zu dem Zeitpunkt
ja, da hatte ich mit Schulwechsel meine Probleme, also halt eben, dass ich halt eben eine andere Schule finden musste oder Ausbildung und so weiter. Und da habe ich mich halt für RTL 2 Anime und Manga nicht interessiert. Hab dann aber hin und wieder mal eine Dragon Ball Z-Folge gesehen und musste sagen, ich war absolut enttäuscht von diesen absolut langgezogenen Kämpfen. Das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Es war so, ja, zäh, ja, kämpf, jetzt kämpft, hör auf zu quatschen, jetzt macht endlich den Kampf zu Ende. Ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Lasst einen von euch beiden gewinnen und gut ist. Und das hat bei Dragon Ball Z, das hat sich gezogen wie Kaugummi, Alter. Oh, das ist so zäh gewesen. Und ich habe jede Folge, die ich dann mal irgendwie mitgekriegt habe, ich gedacht, ne, ich gucke mir das nicht nochmal an. Das ist so zäh. Und genau das Problem hatte ich hier beim Buggy, der Clown-Kampf auch. Es kam nicht in eine Pötte. Mit jedem Kapitel. Okay, und jetzt reden sie wieder. Jetzt kämpfen sie wieder. Jetzt reden sie wieder. Jetzt kämpfen sie wieder. Jetzt reden sie wieder. Jetzt kämpfen sie wieder. Jetzt reden sie wieder. Und dann kamen noch zwei Leute, die kämpfen. Und ich denke so, dieser eine Kampf gegen Buggy. Jetzt lass ihn endlich zu Ende gehen. Und das soll zukünftig, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe, bei One Piece sogar noch schlimmer werden. Was hat mich trotzdem abgeholt bei dieser Serie, dass ich sie weitergeguckt, bei dieser Manga-Serie, dass sie mich weiter verfolgt, dass ich sie weiterverfolgt habe? Es ist der Humor. Es ist die Reise von Ruffy. Es ist die Reise von allen in der Strohhutbande, die halt einfach so sympathisch dargestellt wird. Und auch Buggy der Clown fand ich als Bösewicht tatsächlich ziemlich, ziemlich gut in dieser Geschichte. Also die Charakter gefällt mir sehr. Jetzt mit der Netflix-Serie sogar noch mehr, weil er da auch sehr, sehr gut dargestellt worden ist. Es ist einfach fantastisch, eine fantastische Atmosphäre. Es macht einfach Spaß. Und deswegen habe ich einfach mal drüber hinweggesehen, dass dieser Kampf gegen Buggy tatsächlich sehr, sehr lang gewesen ist und habe gehofft, dass es besser wird. Und es wurde auch besser, tatsächlich. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, es wurde auch besser. Ich habe ja, wie gesagt, bis zum 13. gelesen und ich hätte nicht so lange weitergelesen, wenn es nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise mir wieder zugesagt hätte. Trotzdem würde ich diesem Werk tatsächlich nur 3 von 5 Punkten geben, weil dieser Kampf so dermaßen in die Länge gezogen ist, dass er mich fast abgeschmissen hätte. Und das ist halt schon so eine Sache. Ich meine, Action hin und her, klar, es ist eine Action-Manga, aber ich finde, der hat noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, das Wort Action. Und man muss es ja nicht übertreiben. Man kann ja auch gerne mal, ich habe auch wirklich kein Interesse an Lückenfüllergeschichten. Das muss nicht rein. Also da müssen jetzt nicht hingehen und irgendwelche komischen Rückblenden rein oder so, die da nichts zu suchen haben, nur damit man irgendwie ein bisschen weg vom Kampf kommt. Nein, es ist die Mischung, die es macht. Und diese Mischung habe ich hier im zweiten Band tatsächlich ein bisschen vermisst. Da war es zu actionlastig für meine Verhältnisse, was ich im ersten nicht so interpretiert hatte. Deswegen für mich nur 3 von 5, aber eine positive 3. Lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wenn ihr ähnlich seid wie ich, kann es sein, dass es euch nicht so richtig catcht und dass ihr sagt, na, ob ich das weiterlesen will. Vertraut mir, wenn ihr meine ähnliche Auffassungsgabe habt, versucht es einfach weiter. Es wird besser. Hoffentlich zieht sich das, also hoffentlich bleibt es auch bei allen über 100 Bänden mittlerweile, ne? Kommen wir zu dem letzten Werk für heute und einem Kommentar, den ich gerade spontan auch noch rausgesucht habe, von Snoozebutton. Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Manga-Comic-Fan, aber eine Reihe, die in den 80ern, ja, bin so alt, als Kind entdeckt habe und die mich seitdem begleitet hat, ist ElfQuest. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Zeichnerin durchaus von Manga inspiriert. Es ist komplett Fantasy und geht vornehmlich um die Wolfreiter-Elfen, die von den Menschen aus ihrem Wald vertrieben werden und sich nicht nur ein neues Zuhause suchen müssen, sondern auch auf der Suche nach anderen ihrer Art sind. Man muss den Stil mögen, ganz klar, und er ist definitiv nicht so modern wie manch andere, aber das ist echt die einzige Serie, die mich fesseln konnte. Ansonsten lese ich mehr Romane als Comic. Danke, Snoozebutton, auf jeden Fall für diesen Kommentar. Wahnsinnig lieb von dir, dass du auch mal in andere Richtungen gedacht hast. Tatsächlich lese ich weniger Romane. Im Romanbereich habe ich tatsächlich die Carlos Ruiz Zafón gelesen, das Spiel des Engels, Schatten des Windes und so, die habe ich tatsächlich ziemlich gerne gelesen. Mittlerweile erfahren, dass er leider verstorben ist. Der Autor hat nur 4 Bände in dieser Reihe rausgebracht. Ich glaube aber, die waren tatsächlich sogar mit 4 abgeschlossen. Deswegen hat er vor seinem Tod tatsächlich die Reihe noch beendet. Die hatten eigentlich nichts miteinander zu tun, aber es war halt eben interessant. Trotzdem hätte vielleicht noch einen 5. rausbringen können oder so. Und die Dan Brown-Romane habe ich tatsächlich ziemlich gerne gelesen. Harry Potter früher, als ich noch ein
Teenager war. Das waren so, aber im Bücherbereich bin ich jetzt nicht so tief eingetaucht tatsächlich. Aber wo du das Thema angeschnitten hast mit man muss den Stil mögen, habe ich euch etwas rausgesucht, das ein One-Shot ist und ich weiß nicht, auch wieder als Special angezeichnet. Und es ist tatsächlich auch hier wieder ein Werk, das man wirklich mögen muss, den Stil mögen muss oder man lässt es halt einfach links liegen. Es heißt Heroes und allein schon das Cover, wenn ihr das seht, wird euch jetzt vielleicht den einen oder anderen abschrecken und sagen, bitte, hinten drauf auch nochmal ein paar Heroes, die sehr, sehr speziell aussehen. Kostet 16 Euro, sollte man sich als One-Shot tatsächlich überlegen, hat zwar einige Seiten, also ja, wobei noch nicht mal 200, also ist aber koloriert. Es ist ein Manga, der im rotstichigen Bereich koloriert ist, also nicht komplett schwarz-weiß, sondern eben auch ein bisschen Farbe mit drin. Aber halt eben auch nur rot, wenn ich das im Kopf habe. Ja, genau. Es ist wirklich nur rot und schwarz. Schwarz-weiß-rot. Genau. Und es ist ein bisschen ein speziellerer. Also der Name, der Untertitel bzw. die Kategorisierung Special hat hier wirklich, wirklich, wirklich Hand und Fuß. Denn es geht um Superhelden, wie man jetzt eben am Namen erkennen kann. Heroes, die die Welt retten müssen. Es geht hier allerdings immer und immer wieder um die gleiche Gefahr, die droht. Es ist immer eine dunkle Präsenz, eine dunkle Aura, die versucht, das Land zu unterjochen. Und diese Heroes müssen halt eben dafür sorgen, dass das nicht stattfindet. Und das tun sie immer wieder. Und immer wieder müssen sie allerdings mit Verlusten kämpfen. Also es gibt immer wieder Heroes, die fallen, es gibt immer wieder Zwistigkeiten zwischen den Charakteren. Sie müssen damit klarkommen, dass nicht jeder immer die gleiche Meinung vertritt wie der andere. Sie müssen damit klarkommen, dass sie als Heroes eine vielleicht auch mit, wie sagt man, Ablehnung kämpfen müssen oder nicht mit so viel Zuneigung, dass es halt immer wieder, dass sie immer wieder wertgeschätzt werden, was sie da eigentlich tun. Dann gibt es vielleicht der einen, der ein bisschen edlere Absichten hat als den anderen. Es geht zwar geht also um dieses Zwischenmenschliche zwischen diesen Helden und nicht um Action. Also wer Action sucht, der ist hier fehl am Platz. Hier geht es wirklich um dieses Psychologische dahinter. Was geht in den Köpfen von solchen Superhelden vor, wenn man sich das jetzt mal vorstellen würde? Es wären so Superhelden und sie würden so ihr Leben leben. Was denken die so? Was geht in deren Köpfen vor? Und darum geht es tatsächlich in diesem Buch. Und es ist sehr, sehr interessant gezeichnet, mit Figuren, die halt natürlich ein bisschen spezieller sind, wie ihr schon gesehen habt, da sind halt eben Menschen, die aussehen wie so riesige Froschmenschen oder mit riesigen dicken Lippen oder ein Panda-Kopf mit sexy Frauenkörper und so, also wirklich speziellere Figuren, die tatsächlich aber auch ziemlich lustig sind, aber das Thema Humor ist tatsächlich schon noch vorhanden, ein kleines bisschen Humor ist auch drin, würde ich aber sagen, ist nicht das primäre Ding hier in dem Werk, da geht es wirklich eher um das Zwischenmenschliche zwischen den Charakteren hier und da bin ich halt wirklich ganz bei Snooze Buttons Satz, man muss den Stil mögen. Und es ist definitiv nicht so modern wie manche andere. Ja, modern ist das hier nämlich leider auch nicht. Es ist abstrakte Kunst im Manga-Bereich, würde ich sagen. Ich habe ihn jetzt einigermaßen gerne gelesen, war aber auch nicht traurig, dass es ein One-Shot ist. Das hätte ich jetzt auch nicht weiterlesen müssen. Die Geschichte ist einigermaßen gut abgeschlossen. Man kann es gut lesen und man wollte tatsächlich auch wissen, wie das Ganze endet. Und ich würde trotzdem nur 3 von 5 Punkten geben, weil dieses Werk tatsächlich, man hat es halt gelesen am Ende des Tages, trauert aber nicht darüber hinweg, dass es halt eben mehr hätte sein können als nur ein Werk. Und man vergisst es, glaube ich, auch relativ schnell wieder. Nett, dass man es mal gelesen hat. Vielleicht solltet ihr es eher ausleihen oder so. Wie gesagt, auch wir 3 von 5. Es war spannend, es war interessant und es war ein anderer Stil. War mal was anderes. Genau, und auch stimmt, und das habe ich noch gar nicht erwähnt, beziehungsweise das sehe ich sogar, das ist sogar vom gleichen Mangaka. Das ist vom gleichen Mangaka wie Gute Nacht Punpun. Ha, habe ich gerade eben erst gelesen. Weil ich gerade eben hier sehe, hier mit schwarzem Humor und unkonventionellem Stil skizziert Inio Asano, Gute Nacht Punpun oder Die Zeit am Abgrund, das Zusammenspiel von heldenhaften und dämonischen Seiten unserer modernen Gesellschaft. Habe ich gar nicht gewusst, dass es vom gleichen Mangaka ist. Hätte ich mir auch denken können. Wie gesagt, die beiden sind sehr, wobei Gute Nacht Punpun tatsächlich für die breite Masse wahrscheinlich eher geeignet ist. Heroes ist ein bisschen nischiger,
muss man wirklich mögen. Muss man wirklich mögen. Das war es auch schon wieder von heute. Heute muss ich mich leider ein bisschen kürzer fassen. Ich wollte es bei 20 Minuten belassen, weil ich gleich noch einen Termin habe und deswegen nicht so, also zeitig aufhören muss auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat trotzdem dieser Podcast wieder gefallen. Ja, ein Werk, was ihr unbedingt lesen solltet, Gute Nacht Bunbun, wenn ihr Manga-Fan seid oder auf so Special-Geschichten steht. Ein Band One Piece Manga Band 2, was man auf jeden Fall auch lesen sollte und wo man nicht aufgeben sollte. Und Heroes, das müsst ihr nicht unbedingt lesen, aber wenn ihr irgendwie mal die Finger in die Finger kriegt, kann ich es vielleicht dem einen oder anderen ans Herz legen. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Hoffe, ihr schreibt immer wieder fleißig eure netten Kommentare, damit ich wieder auf gewisse Themen eingehen kann. Egal, ob es um Mangas geht, jetzt habe ich schon wieder Mangas mit S gesagt, um Manga geht oder ob es um auf meine Kommentare geht, die ich hier reingebracht habe. Ganz egal, was euch einfällt. Ich würde mich freuen. Und natürlich über eine positive Bewertung würde ich mich auch freuen. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.